Liebe Studierende der Statistik 2, wir fahren fort in der immer noch simplen linearen Regression und wir wollen uns in diesem Video 4 eigentlich nur weitergehend die letztlich noch zwei offenen wichtigen Fragen stellen, die wir mit der linearen Regression, mit der einfachen linearen Regression beantworten können. Neben wie gut passt ein lineares Modell an die Daten, wie viel Varianz in meiner Variable y kann ich aufklären, werden wir eben noch fragen, um wie viel besser ist dieses Modell, dieses lineare Modell mit einem freien Parameter, kann man sagen, mit dieser Steigung, die sich frei an die Daten anpassen kann, die mit diesen kleinsten Quadraten angepasst wird, optimal angepasst wird. Und wie viel besser ist dieses Modell als ein stupides, blödes Mittelwertsmodell, wo wir einfach für alle Werte den Mittelwert einsetzen. Und drittens, in der einfachen Regression eigentlich wenig neue Informationen bereithaltend, ist diese Steigung eigentlich von 0 verschieden. Ja? Im einfachen linearen Modell konvergieren diese drei Fragen sehr stark, aber es macht Sinn, sie eben trotzdem getrennt zu betrachten, dass wir später bei der multiplen Regression sie auch getrennt fragen und beantworten können. Also nochmal vorneweg, das allgemeine lineare Modell versucht, die in einer Variable y beobachteten Werte zu erklären als, zu modellieren als ein lineares Modell, das im einfachsten Fall beschrieben ist durch zwei Parameter. Die sind unbekannt. Die sind eigentlich griechische Buchstaben. Für die müssen wir Schätzungen finden. Das ist zum einen Beta 0, der sogenannte Intercept oder Y-Achsenabschnitt. Der bleibt also, auch wenn das, was gleich da kommt, dieser Term mit dem X, wenn der mal rausfällt, zum Beispiel weil X-Werte alle 0 sind, ja, dann bleibt dieser Y-Achsenabschnitt. Der wäre dann unsere Vorhersage. Und wir haben im letzten Video gezeigt, dass der dann eigentlich im besten Fall einfach den Mittelwert repräsentieren sollte, unsere Daten, nämlich wenn wir diese x-Variable vorher zentriert hatten. Wenn Sie gerade meinen, ich rede böhmische Dörfer, gar kein Problem, gehen Sie nochmal zurück, schauen Sie sich das Video davor nochmal kurz an oder suchen Sie dort nach den entscheidenden Stellen, die Slides haben Sie ja auch, um sich das Zentrieren von einem Regressor nochmal anzuschauen. Das ist kein Muss, aber es ist hilfreich beim Interpretieren dieser anderen Werte. Und dieses lineare Modell hier in Orange gezeigt, muss zur Vollständigkeit halber eigentlich fairerweise auch einen Fehlerterm behalten. Denn dieser Prozess des Datenerklärens durch ein lineares Modell geht sich nicht ganz auf, sondern wir nehmen erstmal an, dass dabei auch eine Abweichung entsteht. Das heißt, die vorhergesagten Werte, die wir auch als Y-Hut bezeichnet haben, und die wahren Werte y, die werden voneinander divergieren. Und diese Abweichungen, die fangen wir ein in einer Zufallsvariable, epsilon, kann man sagen. Und die können wir aber nicht direkt beobachten auf Populationsebene. Aber in unserer Stichprobe wird es da kleine Fehler, kleine Residuen, kleine Es sozusagen geben. Sei hier nochmal kurz gezeigt. Ich kann sagen, ich habe ein lineares Modell. Das ist sozusagen der Teil, den man auch als deterministisch manchmal bezeichnet. Da ist es ganz klar, wie aus diesen x-Werten, wenn man dafür für Beta 0 und Beta 1 mal Werte hat, y-Hut-Werte werden. Und dann gibt es aber eine zufällige Abweichung da drumherum, ein stochastischer, unvorhersagbarer Fehler. Und dieser orangen Teil ist also eigentlich im engeren Sinne das, was wir als Modell bezeichnen würden. Und damit arbeiten wir natürlich am allermeisten auch. Genau, das habe ich, glaube ich, gesagt. Das wird uns nur den Rest dieses Videos und den Rest des Semesters eigentlich immer begleiten, dass wir sozusagen einen systematischen, deterministischen Anteil haben, den wir in unserem Modell einfangen wollen und immer davon ausgehen, dass wir drumherum einen unsystematischen Fehler machen. Diese Parameter, die hier gezeigt sind, vor allem Beta 1, dieser Parameter, der gibt uns eben tatsächlich Aufschluss über die Richtung. Also der hat ein Vorzeichen, der kann positiv oder negativ sein. Das drückt sich dann in einer positiven oder negativen Steigung aus. Und der hat eine Stärke, eine Magnitude sozusagen. Ja? Ein höherer Wert in dieser Variable bedeutet ja, für einen Schritt in meinem Regressor X mache ich entsprechend mehr Veränderung
in meiner y-Variable oder ich sage mehr Veränderungen einher. Insofern ist ein größerer Wert von Beta, ganz allgemein gesprochen, erstmal ein stärkerer Einfluss meiner Variable x auf meine Variable y. Wenn es uns gelingt, ein gutes lineares Modell zu finden, dann letztlich, weil es ein linearer Prozess ist, den wir beobachten, plus etwas unsystematisches Rauschen. Und ein gutes Modell hat also einen relativ geringen Fehler. Das heißt, es wird viel der Varianz, die in y schon da ist, auch modellieren können. Vorhersagen können, einfangen können, sind so Verben, die ich an der Stelle immer verwende. Ja? Und wir waren dann zu dem Bild gekommen, das ist eben immer noch hier Zusammenfassung, zu sagen, r Quadrat ist eine Maßzahl, die genau das quantifiziert. Die sagt mir, wie viel Abweichungsquadrate von einem Mittelwert habe ich mit meiner Gerade, mit die ich gefunden habe, mit meinem Modell erzeugt. Das wären hier diese hellgrünen Quadrate da oben im Eck, in dem Scatterplot sozusagen, in dem schematisch hier angedeuteten. Und wie viel der ozeangrünen insgesamt Quadrate, der Abweichungen der einzelnen Messpunkte vom Gesamtmittelwert, kann ich denn dadurch erklären. Ja? Und oft ist es dann einfacher, das auszurechnen, als mit der dritten Maßzahl im Bunde, nämlich den Abweichungsquadraten, die übrig bleiben, die wir eben nicht aufklären können. Also die Abweichungen, die quadrierten Abweichungen und die aufsummierten quadrierten Abweichungen zwischen dem Wert, den die Gerade für einen x-Wert vorhersagen würde und den Wert, den wir tatsächlich beobachtet haben an diesem x-Wert. Ja? Also y minus y-Hut, kurz gesagt. Und was Sie hier auf dem Slide nur nochmal sehen, sind verschiedene Angebote von mir, sich r-Quadrat vorzustellen. Man kann sich es einfach mit diesen Quadraten vorstellen in einem Scatterplot, dann muss man die aber irgendwie alle mental noch aufsummieren. Man hat hier nochmal oben rechts im Eck die Formeln, einfach wie es definiert ist. Man kann sich auch grob unten rechts im Eck als eine Art Venn-Diagramm vorstellen. Ich kann sagen, okay, ich habe eine Gesamtvariation und eine Teilmenge dieser Gesamtvariation ist die Variation, die durch die Regression erklärt wird. Und dann gibt es noch eine Variationsquelle, die unsystematisch ist, hier in Rot gezeigt. Kann es also auch mit so einem Mengendiagramm sich ein bisschen anschauen. Und was ich auch noch ganz gern mag, ist so eine Füllstandsanzeige. Ich kann sagen, der Füllstand wie von so einer Batterie oder so oder von einem Akku, der gesamte Füllstand wäre die gesamte Variation und mein Regressionsmodell soll hoffentlich möglichst viel davon wieder einfangen. Alles Bilder für dasselbe, r Quadrat, wie viel Varianz kann ich aufklären? Den Punkt haben wir jetzt also wirklich erschöpfend erledigt. Bleibt noch zu fragen, sind wir denn mit diesem Modell besser als ein ganz primitives Modell, was nur aus B0 besteht, also was keine Funktion von x ist, keine lineare Funktion, sondern wo quasi alle Datenpunkte nur durch eine Konstante repräsentiert werden, die üblicherweise der Mittelwert als beste Näherung für so eine Konstante darstellt. Und das läuft auf einen sogenannten F-Test hinaus. Wir sind jetzt also bei dieser zweiten Frage hier. Erklärt unser lineares Modell wirklich mehr Varianz? Sind wir damit besser dran, als wenn wir nur ein stupides Mittelwertsmodell hätten? Das ist schon ein bisschen distinkt von der ersten Frage. Stellen Sie sich einfach eine Situation vor, Sie haben zwei Variablen gemessen und Sie zeigen mit einer linearen Regression, dass Sie 40% der Varianz, ich finde jetzt einfach eine Zahl, 40% der Varianz aufklären können. Das wäre ein R-Quadrat von Punkt 4. Das sagt Ihnen aber noch nicht, dass Ihr Mittelwert, den Sie den als primitives Modell heranziehen, nicht auch 38% vielleicht erklären kann. Und dann ist die Frage, und die Frage stellen wir mit einem Signifikanztest, in unseren Daten ist es jetzt also so, dass die Modelle sehr, sehr nah beieinander liegen, im R-Quadrat, in der Varianzaufklärung. Gehen wir deshalb davon aus, dass wir auf Populationsebene wirklich mehr erklären können. Und deshalb wollen wir uns jetzt den F-Test anschauen. In der einfachen Regression, das gleich vorneweg, damit Sie nachher nicht enttäuscht sind, ist die Antwort, die uns Punkt 2 hier gibt, ein sogenannter F-Test, gleich der Antwort quantitativ oder quantitativ und qualitativ eigentlich, ist die Antwort genau gleich, die wir aus der dritten Frage herausbekommen, nämlich ist die Steigung von 0 verschieden.
Später, wenn wir mehrere Regressoren haben, in der multiplen Regression, ist das nicht mehr so einfach. Dann können wir für jede Einflussgröße x, die wir haben, für jede Variable fragen, ist deine Steigung wirklich von 0 verschieden? Ist deine Steigung von 0 verschieden? Ist deine Steigung von 0 verschieden? Oder macht ihr nur zusammen eben eine gute Varianzaufklärung? Und alle Variablen zusammen, das Modell als Ganzes zusammen, testen wir mit einem F-Test. Und jeden einzelnen Parameter testen wir dann mit solchen Parametertests. Das sind entweder T-Tests oder auch Konfidenzintervalle. Aber first things first, schauen wir uns diesen F-Test an. Also, wir haben eine Hypothese, letztlich eine inhaltliche Hypothese, dass wir sagen, wir glauben, hier einen Zusammenhang modellieren zu können. Dahingehend, dass wir die Variable y als eine lineare Funktion der Variable x plus so ein Intercept Beta 0 ganz gut erklären können. Das ist unsere inhaltliche Hypothese. Das ist eine inhaltliche Zusammenhangshypothese, die sich hier dann, die wir testen wollen. Wir bestimmen dann in unserer Stichprobe für diese unbekannten Parameter Beta gute Schätzer B1 und B0. Haben wir eine Formel dafür? Ist jetzt gerade gar nicht unser Thema. Können wir machen. Ja, brauchen wir diese x und diese y-Variablen? Können das lösen. Das ist die kleinste Quadrate, das ist der kleinste Quadrate-Schätzer, vor allem dieses B1. Ist so das Zentralste. Dann können wir sagen, okay, was haben wir nicht aufgeklärt? Ja, damit in unseren Daten machen wir einen Vorhersagefehler. Das führt uns zu so einer Summe der Abweichungsquadrate, SS Residual. Ja, jeder einzeln vorhergesagte Wert für jeden meiner Beobachtungen minus den tatsächlich beobachteten Wert aufquadriert, summiert. Das sind also diese kleinen roten Quadrate auf dem Slide vorher aufsummiert. Das ist ja quasi R Quadrat. Ja, oder damit können wir R Quadrat sehr gut ausrechnen. Inferenzstatistisch, in dem, was wir jetzt machen wollen, würden wir sagen, wir müssen überprüfen, ob dieses Regressionsmodell signifikant mehr Varianz aufklärt als das sogenannte Nullmodell. Und das Nullmodell, ebenfalls Verweis an das Video vorher, war definiert als ein Mittelwert Only Model sozusagen. Also das ist, da wird jeder Wert yi eigentlich nur durch den Mittelwert repräsentiert. Hat also nur eine Konstante. Die Variable x spielt gar keine Rolle. Ja? Und dann gibt es eine Testgröße, würden wir sagen. Das ist ein Signifikanztest. Eine Testgröße, die einer bestimmten Verteilung folgt. Und da sehen wir Dinge, die wir schon kennen, nämlich etwas, was sich Freiheitsgrade nennt. Die Freiheitsgrade einer Verteilung, und zwar einer F-Verteilung, über die sprechen wir gleich noch ein bisschen. Und diese Testgröße, um die es gleich gehen wird, die ist eigentlich ganz einfach definiert. Das ist nämlich einfach das Verhältnis von zwei Varianzen. Diese Varianzen, die heißen MS-Regression, man könnte auch einfach sagen die Regressionsvarianz, geteilt durch die Residualvarianz. Viele offene Fragen auf diesem Slide. Was ist eine F-Verteilung? Wo kommt jetzt eine Varianz her? Warum ist MS eine Varianz? Und schließlich kann ich eben für diesen zusätzlichen Punkt auch noch fragen, und in der Reihenfolge geht man üblicherweise auch vor im Regressionsmodell, R-Quadrat bestimmen, fragen, ob bin ich besser als ein primitives Modell? Oder ich kann alternativ hier auch fragen, sind zwei verschiedene Modelle, die sich in ihrer Komplexität unterscheiden, ist das eine Modell wirklich besser? Das macht dieser F-Test. Und dann zuletzt schließlich, woran lag das? Und in der einfachen Regression läuft es also darauf hinaus zu fragen, ob diese eine Steigung für x eigentlich von 0 verschieden war. So, was wir jetzt brauchen, ist im Prinzip ein Vorgriff auf das, was wir in ein paar Wochen so als eigene Technik in der Sozialwissenschaft kennenlernen, nämlich die Analysis of Variance, die Varianzanalyse. Wenn ich hier aber gerade schon gesagt hatte, dass dieser F-Test darauf hinausläuft, zwei Varianzen zu vergleichen, so habe ich das genannt, dann ist klar, dass das eigentlich wahrscheinlich eine Varianzanalyse macht. Die klärt auf, wo Varianz herkommt oder die fragt, welche Varianz größer ist. Die Grundidee ist eine, die ich bildhaft schon auch jetzt oft angesprochen habe. Ich habe Gesamtvarianz und die kann ich zerlegen in eine systematische Varianz, die durch mein Modell und durch meine Variable x determiniert ist und deshalb auch aus dieser Variable x wieder irgendwie rekonstruiert werden kann.
Und dann habe ich eine Residualvarianz. Ja? Und das kann ich mir eben vorstellen wie Teile von einem Gesamtkuchen, von einer Gesamtvarianz, von einer Total Variance, von einer Gesamtvariation, die da ist. Und sobald ich das jetzt so drehe, habe ich das auch gleich in die Form gebracht, die der F-Test für uns beantwortet. Der sagt nämlich ganz einfach, okay, warum betrachten wir das nicht einfach als einen Bruch? Warum fragen wir nicht einfach, wie groß ist der Anteil der aufgeklärten Varianz? Oder was ist das Verhältnis, so muss ich sagen, was ist das Verhältnis der aufgeklärten Varianz zur übrig gebliebenen Varianz quasi? Kurz zurücklehnen, wann würde so ein Bruch, so ein Verhältnis gleich 1 werden? Das wäre gleich 1, wenn das, was im Zähler steht, gleich groß ist wie das, was im Nenner steht, richtig? Wenn ich also quasi genau mit meinem linearen Modell gleich viel Varianzanteil aufklären kann, wie ich nicht aufklären kann, dann ist es quasi so eine halbe-halbe Situation und für einen Bruch würden wir da sagen, da hat er den Wert 1. Umgekehrt, wenn der Wert, wenn wir immer mehr aufklären und immer weniger übrig bleibt, vielleicht ganz kurzer Rückgriff auf das letzte Video und auf das Zahlenbeispiel, was wir auch später nochmal sehen, da war es doch so, unser Regressionsmodell hat etwa eine Sum of Squares, also eine Summe der Abweichungsquadrate von irgendwas um 60, 64 oder so gehabt. Und die Fehlervarianz, die noch übrig war, war dann glaube ich 16 oder so. Das heißt, hier hätten wir jetzt eine Situation, wo oben sowas wie 64 steht und unten sowas wie 16. Ja. Also fast 4 wahrscheinlich wäre dann dieser Bruch. Ja. Man sieht schon, kann also sehr unterschiedliche Werte annehmen und Sie könnten sich jetzt auch noch fragen, was eigentlich der kleinste Wert ist, den dieser Bruch annehmen kann. Werde ich jetzt aber mal nicht beantworten. Wir hatten auch gesehen in dem letzten Video, ich hatte das also ein bisschen so einen Exkurs gekennzeichnet, aber hier nützt er uns jetzt, dass wenn ich eine Chi-Quadrat-verteilte Variable habe und die durch eine andere Chi-Quadrat-verteilte Variable teile, da hatte ich schon mal erwähnt, da kommt eine sogenannte F-verteilte Größe raus. Und genau das brauchen wir jetzt. Wir greifen ja jetzt dazu, dass wir sagen, wir haben eine Varianz und teilen die durch eine andere Varianz. Varianzen sind oft, zumindest theoretisch, Chi-Quadrat verteilt. Das sind eigentlich hoffentlich normal verteilte Abstände von einem Mittelwert, die quadriert wurden. Damit resultiert aus einer quadrierten Normalverteilung eine Chi-Quadrat-Verteilung. Und dann habe ich eine Chi-Quadrat-Verteilung, die hat Freiheitsgrade. Und das teile ich durch eine andere Chi-Quadrat-Verteilung mit ihren Freiheitsgraden. Und dabei kommt dann eine sogenannte F-Verteilung raus. Was Sie hier sehen, ist eine ganze Schar, eine ganze Familie von F-Verteilungen mit unterschiedlichen Kombinationen dieses, man könnte sagen, Zählerfreiheitsgrades, der ist hier als M bezeichnet, und Nennerfreiheitsgrades, der ist hier mit N bezeichnet. Mit was für typischen Freiheitsgraden wir es da zu tun haben und wie wir die wählen müssen, um die richtigen F-Verteilungen nachzuschauen, das wissen wir gerade noch nicht, aber wir nehmen zur Kenntnis, F-Verteilungen haben 2 Freiheitsgrade. Und vielleicht ein Blick kurz hier noch auf diese X-Achse von der F-Verteilung. Das hier ist also eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Da wird uns gesagt, welcher F-Wert kommt eigentlich sozusagen wie häufig vor. Ja, das sagt uns die Verteilung. Bei der T-Verteilung war es so, dass wir gesagt haben, wenn die gilt, dann hat die erstmal so eine typische T-Verteilung, hatte ihren Peak, also ihren Modus bei 0 und fiel dann symmetrisch drumherum ab. Hier haben wir es ja jetzt mit einer Statistik zu tun, einer Größe, die nur aus positiven Werten bestehen kann. Denn sowohl das, was im Zähler steht, ist irgendwas Chi-Quadratförmiges, das kann nur positiv sein. Und das, was im Nenner steht, kann auch nur positiv sein. Also kann sich das jetzt hier, das kann nie kleiner werden als 0. Für Sie als Studentin einfache Handreichung, wenn Sie mal mit dem Taschenrechner in der Panik einen F-Wert ausrechnen, der kleiner 0 ist, dann wissen Sie sicher, dass was schiefgegangen ist. Und wenn wir mal hier so einfach in den größten Haufen dieser Verteilungen reingucken, dann scheint es also so zu sein, dass die irgendwie typischerweise relativ kleine Werte annehmen, vielleicht sagen wir mal rund um 1, aber eben sehr große Werte, sehr große F-Werte auch möglich sind. Wann kommen die zustande? Die kommen eben dann zustande, wenn, kurzer Blick zurück, die systematische Varianz eben sehr viel größer ist
als die Varianz, die ich nicht aufklären konnte. Richtig? Dann resultieren große F-Werte. Eigentlich was Erstrebenswertes, wenn ich was aufklären will. Dann will ich ja mehr Varianz aufklären, als ich unaufgeklärt zurücklasse. Jetzt aber noch die andere Frage, warum Varianz? Manchmal sprichst du von Variation, manchmal von Varianz. Wie kommt es? Variation benutze ich natürlich allgemein, das ist kein mathematischer Begriff. Und die Summe der Abweichungsquadrate ist unsere wichtigste Waffe in der Statistik, um solche Variationen einzufangen. Die Summe der Abweichungsquadrate, machen wir schon seit dem ersten Semester, die wiederum wird zu einer Varianz, wenn wir, Definition des Varianz, das mittlere Abweichungsquadrat anschauen. Wie schauen wir uns das mittlere Abweichungsquadrat an? Ganz allgemein gesprochen bilden wir so eine Summe von Abweichungsquadraten und wir teilen es etwa durch die Anzahl an Beobachtungen, die hier eingegangen sind, genau gesprochen aber durch die Freiheitsgrade, die wir hatten beim Berechnen. Nochmal ganz, ganz kurz zu den Freiheitsgraden als Grundidee, nochmal leicht anders gesagt. Hier oben haben wir im Prinzip ja was gemacht. Wir haben den Mittelwert eigentlich festgelegt, wenn Sie so wollen. Was wir hier betrachten, sind ja Werte im Abstand zu einem Mittelwert. Ja, wir haben eine Gruppe Werte und relativ zu deren Mittelwert, genau diese Werte, relativ zu deren Mittelwert rechne ich jetzt die Abweichungsquadrate aus. Und da habe ich eben nur n minus 1 Freiheitsgrade, um das zu tun. Denn sonst, wenn ich da einen Wert irgendwie ändern würde, dann stimmt schon dieser Mittelwert nicht mehr. Also wenn ich jetzt sage, euch 30 Werte oder wie viel nehme ich jetzt, um ein Abweichungsquadrat auszurechnen, dann ist der Mittelwert sozusagen gefixt. Ich verliere einen Freiheitsgrad beim Ausrechnen so eines Abweichungsquadrates. Und diesen Freiheitsgrad durch den geteilt, das entspricht dann der Mean Sum of Squares, dem mittleren Abweichungsquadrat. Das heißt, wir hatten in der deskriptiven Statistik hier unten einfach n hingeschrieben, aber dann waren wir schon dort beim Schätzen dazu übergegangen, n minus 1 zu schreiben. Und jetzt nochmal eine Stufe aufgeklärter können wir sagen, naja, die Freiheitsgrade, die ich hatte beim Berechnen dieser Sum of Squares, waren tatsächlich n minus 1. Dieses mittlere Abweichungsquadrat, das ist eine Varianz. Und was wir jetzt tun können und was die Varianzanalyse tut, ist, sie startet mit diesen Abweichungsquadraten und sie führt einen ganz klassischen ANOVA Table, eine Varianztabelle könnte man auch sagen, oder eine Varianzanalysentabelle. Dieser ANOVA Table, der ist so klassisch eigentlich, dass man ihn hier ruhig mal in der Statistik 2 kennenlernen kann. Und dass man sich die Systematik, das Prinzip dieser Tabelle gut einprägen kann und sollte. Die Logik ist immer die, ich habe in den Zeilen einer solchen Tabelle Varianzquellen, kann man sagen. Bei dem, was wir hier machen im allgemeinen linearen Modell, habe ich eigentlich nur 2 Varianzquellen. Nämlich das, was ich modelliere, das heißt jetzt in dem Fall hier Regression, was mein Modell aufklären kann. Da könnte auch Model stehen, das steht auch manchmal. Und dann habe ich einen Fehler, das, was ich nicht aufklären kann. Und das zusammen ergibt additiv, das heißt, ich kann in diesen Tabellen immer über die Zeilen hinweg auch einfach summieren in einer Spalte, ergibt additiv die gesamte Variation, die SS-Total, die Streuung, die eben da ist in meiner Variable y, die ich aufklären will. Wenn ich jetzt hier weitermache, kann ich mir in die nächste Spalte, so macht man das auch üblicherweise, die Freiheitsgrade reinschreiben, die ich hatte beim Berechnen. Was jetzt hier in der ersten Zeile steht bei Regression, diesen Freiheitsgrad, über den haben wir noch gar nicht viel gesprochen, werden wir auch jetzt einfach mal zur Kenntnis nehmen. Hier steht einfach K. Was heißt denn K? K bedeutet die Anzahl an Regressoren, die ich im Modell habe, später in der ANOVA werden wir auch sagen, Anzahl Faktoren, die ich im Modell habe. In dem Fall habe ich ja hier nur bei einem linearen Modell tatsächlich nur einen Regressor und deshalb habe ich eigentlich auch nur einen Freiheitsgrad. Besprechen wir jetzt nicht groß, werde ich jetzt nicht drauf eingehen, warum das so ist, nehmen wir bitte mal einfach kurz zur Kenntnis. Okay, wir hatten einen Freiheitsgrad, wenn wir einen Regressor haben. Wenn wir mehrere Regressoren haben, haben wir entsprechend mehrere Freiheitsgrade hier
für diese SS-Regression. Genau. Einfacher vielleicht kurz hier runter zu springen, weil darüber hatten wir gerade schon gesprochen. Die Freiheitsgrade beim Berechnen der gesamten Variation, die waren auch nicht n, sondern, weil es eben eine Abweichung von einem Mittelwert ist, n-1. Ja, wenn ich einmal Varianz berechne, habe ich dabei n-1 Freiheitsgrade. Das heißt, hier unten können wir reinschreiben n-1. Wenn das gilt, was ich euch über Additivität gerade erzählt habe, dann muss es jetzt so sein, und so ist es auch, dass ich für die SS-Residual n-Beobachtungen minus k Parameter in meinem Regressionsmodell habe, minus 1, das ist im Prinzip die, kann man das so sagen, der Intercept, ja, kann man eigentlich so sagen. Man kann auch allgemein, man kann aber jetzt auch sagen, hier hatte man schon n minus 1, dann hat man da nochmal minus k, also ist n minus k minus 1, das mit dem Intercept. Streichen wir, habe ich nicht gesagt. N-K-1 sind die Freiheitsgrade, die ich habe für diese Fehlerquadratsumme. Wie geht es weiter mit dieser ANOVA-Tabelle? Jetzt kommt in der nächsten Spalte die mittleren Quadratsummen oder Varianzen. Und die bekomme ich jetzt einfach, das hatten Sie auf dem Slide vorher gesehen, indem ich jeweils die Abweichungsquadrate, die Summe der Abweichungsquadrate teile durch die Freiheitsgrade, die ich hatte bei Ihrer Berechnung. Jetzt kann ich also so rüber sagen, MS-Total ist einfach SS-Total geteilt durch die Freiheitsgrade, also geteilt durch N-1. Oder hier oben die MS-Regression, also die Varianz dieses Regressionsmodells, ist eigentlich die Summe der Abweichungsquadrate beim Regressionsmodell. Also nochmal die Abweichung, die jeder Y-Hut-Wert eigentlich, der dann liegen ja alle auf der Gerade, hat zum Mittelwert. Das aufsummiert ist die SS-Regression, geteilt durch die Freiheitsgrade, die ich hatte. Wenn k in einem einfachen Regressionsmodell nur, es gibt nur einen wirklichen Regressor, wenn k dann, so wie das hier definiert ist, nur 1 ist, dann ist das und das einfach das Gleiche. Weil das ist das geteilt durch 1, wieder das Gleiche. Und jetzt kommt das Entscheidende, warum wir den ganzen Spaß machen. Der f-Wert, der beendet sozusagen die Varianzanalyse. Sie sehen, wie sie das eigentlich auch verjüngt, weil wir eigentlich zur Berechnung jetzt nur noch diese beiden Zeilen hier heranziehen und eigentlich auch nur diese beiden Zellen hier hinten heranziehen, um einen F-Wert auszurechnen, um zu sagen, was ist denn das mittlere Abweichungsquadrat deines Modells? Das ist genau das, was ich vorher bei dem F-Bruch, als ich ihn intuitiv eingeführt habe, als im Zähler, das war das kleinere Kuchenstück, was wir da in diesem Bild hatten, zu sagen, wie groß ist das Kuchenstück, was ich mit meinem Modell aufklären kann, im Verhältnis zu dem Kuchenstück, was ich nicht aufklären kann. Ja? Und wir hatten auch gesagt, 1 ist quasi der langweiligste Fall. 1 ist ein F-Wert, der uns nicht interessiert. Da fangen wir erst milde an, interessiert zu sein. Denn erst ab 1 heißt es, wir klären mehr auf, als wir nicht aufklären. Ja? Wir sind sozusagen über der Hälfte in der Aufklärung, in unserem Aufklärungskuchen quasi. Ja? Hatte ich gerade wortreich schon erklärt. Wenn wir jetzt hier mal alles einsetzen aus unserem Zahlenbeispiel, was wir bisher schon hatten, dann können wir sagen, wir hatten auf der Basis von 12 Probanden eine Gesamtabweichungssumme von Abweichungsquadraten von 80. Dabei hatten wir 11 Freiheitsgrade, dies zu tun. Das gibt eine Mean Sum of, also eine Mean Sum of Squares Total, eine gesamte Varianz. Das ist nur die Varianz unserer Y-Variable. Die ist 7.2. Die SS-Regression, die Sum of Squares der Regression, waren etwa 64, geteilt durch einen Freiheitsgrad, gibt auch als Varianz des Modells, der Regression, 64. Was bleibt für den Fehler? Da blieben in Sum of Squares 16. Die muss ich aber, damit es eine Varianz gibt, eben noch um die Freiheitsgrade, die ich hatte beim Berechnen, dieses hier teilen. Und das sehen Sie jetzt, passiert was sehr Interessantes, weil ich bei der Fehlervariation natürlich viel mehr Freiheitsgrade habe beim Berechnen, die hier noch übrig sind, weil ich habe nur einen Freiheitsgrad verbraucht für mein Modell quasi. Also sind hier noch 10 übrig. Teile ich also das durch 10, 15,6 durch 10, gibt etwa 1,5. Und jetzt ist natürlich interessant, weil ich jetzt sagen kann, wow, 64 im Verhältnis zu 1,5, das ist sozusagen was ganz anderes. Und hier sehen Sie jetzt auch einen echten Unterschied zwischen einem R-Quadrat, was deskriptiv, möchte ich fast sagen, nur mit den beobachteten Abweichungsquadraten hantiert,
und nicht fragt, wie viel Freiheitsgrade jeweils zur Verfügung standen bei der Berechnung, sondern erst wenn man die Freiheitsgrade noch einpreist, sich das Bild auch unter Umständen ein bisschen verändern kann. Und es tut es hier gewaltig, und zwar sozusagen zugunsten unseres Modells. Wir würden jetzt hier sagen, die aufgeklärte Varianz ist 40 mal größer, mehr als 40 mal größer als die nicht aufgeklärte Varianz. Ja? Also ein mittleres Abweichungsquadrat im Modell von 64 steht einem mittleren Abweichungsquadrat, was unaufgeklärt bleibt, von 1,5 gegenüber. Das ist der berühmte F-Bruch oder F-Wert oder die F-Ratio, manchmal auch etwas altmodisch, die mir für mein Regressionsmodell sagt, dadurch, dass ich jetzt mit einem linearen Modell vorgegangen bin, war ich eigentlich um ein Vielfaches besser im Aufklären dieser Daten, als ich mit einem reinen Mittelwertsmodell, was dann quasi nur Fehler gewesen wäre, So, das war, glaube ich, kein deutscher Satz jetzt, aber Sie werden es überstehen. Was bedeutet es jetzt? Das ist jetzt noch nicht ganz ein Signifikanztest, richtig? Das ist jetzt ein F-Wert. Und wir müssen uns jetzt fragen, was bedeutet es im Großen und Ganzen eines Signifikanztests? So, hier müssten wir jetzt kurz schneiden, weil hier natürlich irgendwie ein Slide verloren gegangen war. Das war nicht cool. Die Frage ist, was machen wir aus diesem F-Wert jetzt sozusagen? Ja? Ein Signifikanztest wird da eigentlich erst raus, wenn ich sage, unter meiner Nullhypothese, die da lautet, du hättest auch einfach den Mittelwert finden können. Du brauchtest kein lineares Modell. Du hast nichts gewonnen mit diesem linearen Modell. Wenn du nur den Mittelwert von y nimmst, bist du genauso gut im Aufklären von Variationen y, wie wenn du hier die x-Variable hinzuziehst und ein lineares Modell machst. Wenn das unsere Nullhypothese ist, dann müssen wir fragen, wie würden sich denn dann die f-Werte verteilen? Und was uns die statistische Theorie der Zufallsvariablen lehrt, ist, dass wenn es hier keinen Unterschied zwischen Modellen, können wir mal kurz sagen, gibt, dann verteilen sich die F-Werte, die dann resultieren, das sind natürlich Zufallsgrößen. Ich kann natürlich jedes Mal, wenn ich neue Stichprobe ziehe, bekomme ich eine neue F-Statistik. Das wird Sie nicht überraschen. Das kennen Sie von der T-Statistik und jetzt auch schon von der Chi-Quadrat-Statistik. Teststatistiken variieren eben in den Stichproben. Aber Sie würden einer F-Verteilung gehorchen, und zwar einer F-Verteilung mit einem und 10 Freiheitsgraden. Das ist die wichtige Kernidee, die hier fehlt. Da werde ich noch ein Slide hier reinmachen. Wer hat es hier? Hier steht es nochmal. Ich wollte es Ihnen aber einmal auch gleich in der F-Tabelle zeigen. Die fehlt hier mir eigentlich. Der kritische F-Wert sozusagen, ab dem ich sagen würde, das passt jetzt nicht mehr zu der unter der Nullhypothese erwarteten F-Verteilung, der beträgt eigentlich 4,96. Können wir mal schnell schauen, ob wir das reproduziert kriegen, wenn wir in eine sogenannte F-Tabelle, wie sie oft in den Lehrbüchern hinten zu finden ist, reinschauen. Und zwar habe ich hier mal eine Tabelle. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen können. Nee, da muss ich jetzt schnell mein iPad ein bisschen rüberschieben. Dann sehen Sie das. Also einfach gegoogelt, ja, hat 2 Sekunden gedauert, irgendwie F-Tabelle eingetippt. Dann sehen Sie da oben nochmal diese typische F-Verteilung hier im Bild. Genau, und wenn Sie hier jetzt schauen, wir haben also 2 Freiheitsgrade, die wir nachschauen müssen. Den ersten Freiheitsgrad, das ist der Freiheitsgrad, den ein Zähler beim F-Bruch mitbringt. In diesem Fall ist es der Freiheitsgrad unseres Modells, also die wir hatten beim Berechnen dieser den wir hatten beim Berechnen der SS-Regression, so sollte man sagen. Der war nur 1, weil es ist ein ganz einfaches Regressionsmodell mit nur einem Parameter, dessen Steigung variieren konnte. Und für die SS-Error, die unten in den Nenner eingeht, um die MS-Error zu machen, hatten wir 10 Freiheitsgrade. Richtig? 12 Beobachtungen minus den einen, der fürs Modell drauf ging, minus 1. Das ist mit 10. Also wäre eigentlich nach dieser Tabelle ein Freiheitsgrad von 1,10 relevant, das wäre hier 3,28. Allerdings muss man hier dazu sagen, was hier tabelliert ist, ist ein Alpha von 10% und kein Alpha von 5%. Mal schnell schauen, ob darunter noch
ein Alpha von 5% kommt. Aha, hier 1, 10, 4,96. Und was stand auf dem Slide? Auf dem Slide stand, glaube ich, auch 4,96. Perfekt. Also, das wäre der kritische Wert einer F-Statistik, wenn die Nullhypothese gilt. Nun haben wir beobachtet in unserer Stichprobe einen F-Wert von 41. Da brauchen wir jetzt auch keinen P-Wert mehr berechnen. Das ist so weit jenseits von Gut und Böse, dass man sagt, dieser F-Wert passt nicht zu dieser Nullhypothese. Diesen F-Wert zu beobachten, ist so unwahrscheinlich, wenn die Nullhypothese und alle anderen Annahmen, die hier eingehen, gelten, dass wir diese Annahme des Nullmodells verwerfen würden. Ja? Das hier die Konklusion. Zum Abschluss noch kurz. In der einfachen Regression, wie gesagt, keine neue Information, aber vom Vorgehen wichtig, sich das klar zu machen. In so einem Modell, in einem linearen Modell, was aus solchen Steigungen also linearen Funktionen von x-Variablen versucht, die y-Variable zu erklären, kann man jetzt fragen, okay, was ist denn der Beitrag dieser einen Variable? Wir haben gerade nur eine, deshalb ist es ein bisschen trivial und wird uns keine neue Information gegenüber dem F-Test bringen, denn der F-Test hat uns gerade schon gesagt, ja, du hast mit deinem Modell einen echten substanziellen Beitrag geleistet, du kannst substanziell Varianz aufklären in diesem Modell und auch mehr, als man per Zufall sozusagen einfach erwarten würde, mehr als vereinbar ist mit einem Nullmodell, so sollte ich sagen. Aber wie könnten wir jetzt wirklich ganz konkret für eine Variable x testen, ob eine beobachtete Steigung b zu einer unter der Nullhypothese eigentlich anzunehmenden Steigung Beta gleich Null passt. Ja? Nochmal, unter der Nullhypothese ist es so, da gibt es keinen linearen Zusammenhang, da ist die Steigung von Beta, also von der lineare Anstieg mit einer Veränderung in x, ist gleich Null, also Beta gleich Null. Das ist die Nullhypothese. Beta 1 gleich 0, sollte ich hier sagen, damit sie nicht durcheinander kommen. Ja? Also die Steigung unseres, die wir an den Regressor eigentlich anfitten würden. Also Nullhypothese gibt keinen Zusammenhang, Beta 1 sollte gleich 0 sein. Alternativhypothese ungerichtet, Beta 1 von 0 verschieden. Was wir jetzt machen, ist also, wir nehmen das wiederum sehr verwandt mit allen anderen Signifikanztests, die wir vorher gemacht haben. Wir nehmen unseren Punktschätzer, kann man sagen, diesen Steigungsschätzer B1 und überlegen uns oder konsultieren die statistische Theorie, welcher Verteilung der eigentlich folgt. Und es stellt sich hier auch mal wieder heraus, dass er einer T-Verteilung folgt, wenn man ihn durch seinen Standardfehler teilt. Die Frage ist also, wo kriegen wir noch einen Standardfehler für B her? Sie erinnern sich, Standardfehler bedeutet, B1 ist ein Kennwert, ist eine Statistik, aber als Zufallsvariable ein möglicher Wert dieser Statistik und der folgt aber irgendeiner theoretischen Verteilung. Und diese Verteilung, der erfolgt, die Standardabweichung dieser Kennwerteverteilung oder Sampling Distribution, den können wir eben als Standardfehler ganz gut schätzen. Und zwar müssen wir schauen, welche Zutaten wir dazu brauchen. Aber wie immer die gute Nachricht, es gibt einen Standardfehler von B. Und wenn wir jetzt dieses B, unseren Punktschätzer, durch seinen Standardfehler teilen, dann resultiert eine T-verteilte Prüfgröße mit N-2 Freiheitsgraden üblicherweise. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, können wir auch nur zur Kenntnis nehmen, haben wir auch in der Formelsammlung stehen, mit wie viel Freiheitsgraden genau. Also wir könnten sagen, n minus ein bisschen was, das ist in dem Fall n minus 2. Anzahl Regressoren ist k gleich 1. Formal müsste man sagen, es ist n minus Anzahl Regressoren minus 1. Das ist eigentlich die Anzahl der Freiheitsgrade, die wir brauchen, wenn wir hier für diesen Parametertest, für diesen Test von B1 sozusagen, dann später einen T-Wert nachschauen wollen. Also die Formel, um die es geht, die ist so einfach, die können Sie sich fast merken oder die würde ich Sie fast auffordern, die mal ein bisschen im Kopf zu behalten. Zu sagen, okay, das, was ich da an Regressionsgewicht beobachtet habe, an Steigung in meinen Daten, wenn ich das durch seinen Standardfehler teile,
dann kommt was T-Verteiltes raus. Und das ist ganz wichtig, dass man das so im Kopf behält. B geteilt durch Standardfehler ist T-verteilt. Denn da ergibt sich auch wieder so ein bisschen so eine Faustformel. Wenn ich dann später in meinen Regressionstabellen Schätzungen für B, für die verschiedenen Regressoren, habe ich verschiedene Bs und in der Spalte daneben habe ich die Standardfehler. Und wenn ich dann sehe, aha, das ist etwa so, dass dieser Standardfehler etwa nur halb so groß ist, zum Beispiel wie die Bs, dann weiß ich, der T-Wert wird so Richtung 2 gehen, da könnte es interessant werden, da wird ein da deutet sich eine signifikante Steigung, eine wirklich von 0 verschiedene Steigung auf Populationsebene an. Der Standardfehler ist ein bisschen hässlich, den will ich jetzt nicht herleiten. Eigentlich ist das auch ziemlich einfach, aber wir können einfach nur mal kurz konstatieren, dass in diesem ganzen Formelwald hier, was alles nur Umformungen voneinander sind, und dann werden hier noch neue Begriffe eingeführt, brauchen wir jetzt im Bachelor-Niveau, deshalb ist es auch so klein hier auf den Slide gemacht. Eigentlich nicht. Ich wollte es Ihnen nur zeigen, wer es mal kurz nachvollziehen möchte, in Ruhe, zu Hause. Was wir hier haben, ist doch hier oben die MS-Residual. Ja, die kennen wir. Die haben wir gerade ausgerechnet. Da hatten wir gesagt, SS-Residual, Abweichungsquadrate des Fehlers. Und das geteilt durch in diesem Fall N minus 2, das ist eigentlich n minus k minus 1, muss man sagen. Das passt genau zu der ANOVA-Tabelle, die Sie vorne gesehen haben. N minus k minus 1 in der einfachen Regression. Und das Ganze geteilt durch was, was man sehr, sehr lose auch als Standardabweichung von x bezeichnen könnte, oder? Weil erstmal hat man hier Abweichungsquadrate nur innerhalb von x, die werden aufsummiert und aus denen wird dann die Wurzel gezogen. Also riecht so ein bisschen nach einer Standardabweichung. Dabei möchte ich es auch belassen, dass wir sagen, die SS-Residual, die haben wir aus unserem Regressionsmodell und die sozusagen bereinigt um das, was an Variation aus x kommt, das ergibt mir den Standardfehler für meinen Parameterschätzer. Wir bleiben dabei, das hier vorne ist die einzige wichtige Formel aus dem Bereich, die man gerne auch auswendig können kann. Muss man nicht, steht auch in der Formelsammlung, aber B geteilt durch seinen Standardfehler ergibt was T-Verteiltes. Das ist wichtig. Genau. Und so haben wir hier jetzt die Zusammenfassung, wie zum Beispiel Jamovi das uns dann darstellen würde. Jamovi würde sagen, hier oben habt ihr bitte erstmal eine Tabelle, die nenne ich mal den ANOVA Omnibus Test oder manchmal auch nur ANOVA oder ANOVA Table. Er funktioniert genauso, wie wir es vorhin einmal formell hergeleitet haben. Die Zeilen sind die Variationsquellen, die ich habe, also zum Beispiel das, was ich durch mein Modell modelliere, dann das, was übrig ist. In diesem Fall hier ist es jetzt nochmal ein bisschen anders gemacht, müssen Sie jetzt akzeptieren, Jamovi macht den gleichen Output, ob Sie eine einfache oder eine multiple Regression machen. Und da ist es so, dass die erste Zeile quasi, in dem Fall sehen Sie ja, die zwei Zeilen sind identisch. Das liegt daran, dass die erste Zeile das Modell als Ganzes darstellt und die zweiten dann sozusagen reduzierte Modelle darstellen würden, nur mit den einzelnen Prädiktoren. Wenn ich jetzt das nicht verwechseln, aber ich glaube schon. Das heißt, wir können dann nächste Woche oder so, übernächste bei der multiplen Regression, das in Jamovi nochmal angucken, was dann hier eigentlich genau steht. Aber wir haben auf jeden Fall immer eine Zeile mit den Residuals und da steht jetzt auch nichts Neues. Da steht nochmal dieses Sum of Squares, die wir schon etwa kennen, irgendwas um 16 mit 10 Freiheitsgraden und wir haben also irgendwie die Sum of Squares unseres Modells mit 64, wo wir nur einen Freiheitsgrad hatten. Und den F-Wert, der sich dann also ergibt aus dem geteilt durch das, geteilt durch 15,6 geteilt durch 10, also etwa 64 geteilt durch 1,5, ergab irgendwas rund um 40, das war der F-Wert. Und hier unten jetzt haben wir aber das, was uns eigentlich interessiert. Ah ne, hier drüben oben rechts noch kurz, R-Squared, R-Quadrat. Ja? Da lernen wir, da sehen wir auch nochmal, wie das Modell formuliert war, eine Outcome-Variable, ein Kriterium, eine abhängige Variable, wurde modelliert, das macht dieses geschweifte Tierchen hier, durch einen Intercept, der ist hier nur durch so eine Zahl 1 repräsentiert, das ist ein bisschen opaker Statistikerinnen-Sprech, den müssen Sie mal kurz akzeptieren, plus dann die Variable, die hier nur stupide Prädiktor heißt. Da kann man bestimmt auch einen Namen eingeben, ist hier aber nicht geschehen, deshalb heißt der Prädiktor einfach nur Prädiktor. Hier unten jetzt die Tabelle, die uns dann interessieren wird, jetzt wenn wir vom T-Test kommen. Wir hatten gesagt, für diesen Prädiktor gibt es eine geschätzte Steigung. Es gibt einen Intercept,
Das haben wir so gemacht, dass das dem Mittelwert der Variable y entsprechen sollte. Wenn Sie nochmal in die andere Vorlesung zurück wollen, das sollte hinhauen. Dann haben wir eine Schätzung für b, also für jede Zunahme, für jede Einheit Zunahme in diesem, was war das, dieser Mathematik-Eingangstest. Höhere Werte dort ergeben spätere, bessere, sprich kleinere Noten, deshalb ein negatives Regressionsgewicht. Und jetzt das, was uns gerade noch der Parametertest gezeigt haben sollte, diese Punktschätzung b, b1 von minus .77, geteilt durch Ihren Standardfehler von Punkt 12, da hilft es mir mal kurz, sich die Werte einfach anzugucken. Also ich habe was, das ist Punkt 77 groß und das teile ich durch, was das Punkt 12 groß ist. Dieses Punkt 12 passt also mehrfach in dieses Punkt 77 da rein. Das heißt, da müsste gleich ein T-Wert resultieren, der negativ ist, der erbt das Vorzeichen von dem B und der sehr viel größer als 1 ist. Und das ist der Fall, das sehe ich hier hinten in der Zeile, schwupp, da habe ich eine T-Spalte, minus 6,4 ist der T-Wert bei 10 Freiheitsgraden. Nach allem, was Sie über Statistik 1 und über T-Verteilungen wissen, brauchen Sie jetzt eigentlich nicht wirklich nachgucken gehen. Fragen Sie sich selbst, wann haben Sie in Statistik 1, als Sie auf die Klausur gelernt haben oder so, jemals einen T-Wert nachgeguckt, der größer als 3,5 war oder 4? Nie. Das heißt, wenn Sie einen T-Wert von 6 sehen, wissen Sie, das ist, sollte signifikant sein, in dem Sinne, dass also ein sehr kleiner P-Wert resultiert, eine sehr kleine Fläche unter dieser T-Verteilung noch. Das bedeutet, unter der Annahme, dass die Steigung auf Populationsebene Beta gleich 0 ist, ist es extrem unwahrscheinlich, so eine Steigung B1 hier zu beobachten. Wohlgemerkt, dies ist ein zweiseitiger Parametertest. Das heißt, sowohl die Tatsache, eine größere oder eine sehr viel kleine, also eine, so eine kleine oder auch so eine große mit der Magnitude Steigung zu beobachten, ist so unwahrscheinlich, wenn ich eigentlich das Nullmodell annehme. Wenn ich annehme, die Steigung ist eigentlich Null. Also sprich, signifikantes Ergebnis, signifikanter Einfluss, würde man statistisch auch sagen, ohne das deshalb kausal interpretieren zu wollen, aber ein signifikanter Einfluss im Sinne eines linearen Zusammenhangs zwischen meinem Prädiktor und meiner Outcome-Variable. Genau. Man kann genauso für dieses B auch, da führen verschiedene Wege nach Rom, auch ein Konfidenzintervall berichten. Ein auf der T-Verteilung basierendes Konfidenzintervall mit dem entsprechenden kritischen T-Wert aus einer Verteilung unter Einbezugnahme des gleichen Standardfehlers sollte dann, wenn Sie quasi gucken, etwa 1,96 mal, also etwa zweimal von diesem Estimate diesen Standardfehler abziehen, also etwa da .24 abziehen, sollten Sie irgendwo bei minus 1 rauskommen, das tun Sie. Oder wenn Sie ihn da drauf addieren, kommen Sie bei minus .5 raus. Also Sie haben dann hier auch ein Konfidenzintervall. Dieses Konfidenzintervall schließt die 0, das ist hier hypothetisierter Parameterwert, Beta gleich 0, nicht mit ein. Und also auch auf diesem Zuge würden Sie schließen, dass hier ein substanzieller Einfluss vorliegt oder zumindest ein von mit der Hypothese Beta gleich 0 nicht vereinbarer Einfluss. Genau. Ja, das haben wir gerade besprochen. Es ergibt sich hieraus auch noch ein wichtiges Detail. Zum Abschluss der simplen Regression sei das nochmal betont. Wenn Sie diesen Wert hier, diesen T-Wert, den wir im, als Parametertest gerade mühsam berechnet haben gemeinsam oder hergeleitet haben, wenn Sie den quadrieren, sollten Sie genau bei dem F-Wert hier rauskommen. Lass mal kurz machen, gucken, was passiert. Volles Risiko 6,42. Wenn wir ein Hochzeichen finden, hoch 2, ergibt 41,412. 41,2, habe ich es nicht gerade falsch abgelesen habe oder Kommazahlen gefehlt haben. 6,4 hoch 2. Ergibt 41. Das heißt, der T-Wert, das gilt generell, ich kann T-Werte quadrieren, dann werden sie zu F-Werten. In diesem speziellen Fall hier ist es so, dass der T-Wert des Parametertests genau dem quadriert,
genau dem F-Wert des gesamten Modells entspricht. Warum ist es hier so? Weil wir gar keine anderen Einflussgrößen haben. Ja? In diesem einfachen Fall wäre es sozusagen egal gewesen, ob wir nur den einen Parametertest machen oder ob wir nur einfach das ganze Modell mit einem F-Test testen. Es gibt keine anderen Einflüsse, es gibt keine Möglichkeit, dass dieser F-Wert, dieser F-Test zu irgendwie einem anderen Ergebnis führt als dieser T-Test für den Parameter. In der multiplen Regression werden wir sehen, dass das nicht mehr so einfach ist. Was aber mathematisch immerhin weiter gilt, dass man T-Werte quadrieren kann und dann resultieren F-Werte. So muss man sagen. Ja? Das haben Sie bei meinem kleinen Exkurs im vorvergangenen Video, also ich glaube im ersten Video auch gesehen, als ich Ihnen gezeigt habe, wie man von Normalverteilten zu Chi-Quadratverteilten zu F-Verteilten kommt, dass das auch über die T-Verteilung quasi geht. Gut, was wollen wir heute noch abschließend machen? Eigentlich brauche ich diesen Slide gar nicht mehr, weil ich das schon vorher im Text kommentiert habe. Ich lasse ihn jetzt hier drin. Der zeigt Ihnen nur nochmal den Zusammenhang eigentlich, den technischen Zusammenhang zwischen einem Zustand auf Populationsebene, einem wahren Parameter Beta. Das ist hier mal simuliert. Sie haben also hier eine ganze Population und aus dieser Population ziehen wir dann Stichproben und können in unseren Stichproben Regressionsanalysen machen und bekommen jeweils Schätzungen für B. Das können Sie dann hier mal sehen. Da resultieren dann hier in der Mitte auch zwei verschiedene, weil es zwei verschiedene Stichproben sind sozusagen. Das wäre die eine Stichprobe. Das ist aber eine andere Stichprobe. Und wenn man diese Bs, wie sie da sind, alle wieder auf einen Haufen abträgt und das nicht zweimal macht, sondern 5000 Mal, dann bekommt man sozusagen wieder verwirklicht, das, wovon wir immer nur so theoretisch reden, diese berühmte Sampling Distribution und deren Standardabweichung hier entspricht quasi dem Standardfehler. Ja, das ist eigentlich nur nochmal zur Abrundung oder zur Anknüpfung an Ihr Wissen über den zentralen Grenzwertsatz. Und das haben wir gerade, was auf dem Slide ist, implizit verwendet, als wir gesagt haben, wie können wir B benutzen, um eine Signifikanzaussage zu machen und letztlich auf Beta zu schließen. Das soll es für heute gewesen sein und ich glaube, wir gehen bald schon Richtung multiple Regression. Wir müssen uns jetzt letztlich noch fragen, was das Kleingedruckte bei Regressionsanalysen, sogenannte Regressionsdiagnostik. Ich habe so ein Modell gemacht, aber kann ich dem auch trauen, was ich da gemacht habe? Ich habe jetzt ein R-Quadrat, ich habe einen F-Test, ich habe einen T-Test, vielleicht auch noch ein Konfidenzintervall für meine Schätzung, aber kann ich dem trauen? Dafür müssen wir noch ein bisschen Regressionsdiagnostik machen. Machen wir nächstes Mal. Bedanke mich. Bis dann. Tschüss.